Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de. TeamViewer hat diese Woche den größten Börsengang Europas in diesem Jahr hier aufs Parkett gelegt und gleich mal 2 Milliarden Euro eingesammelt. Damit herzlich willkommen zu Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Sissi, ja, mit dem Ausgabepreis ist es aber nicht so gut gelaufen, denn der wurde gleich schon mal recht schnell unterschritten. Ja, der Ausgabepreis, der wurde sofort unterschritten. Die Aktie hat inzwischen über 10% verloren. Schlimm für die, die wirklich von Anfang an dabei waren, denn eigentlich hat TeamViewer ein gutes Produkt, Manuel. Ich habe das auch schon mal benutzt. Als ich in den USA gelebt habe, hat sich mein Arbeitgeber draufgeschaltet auf meinen Computer, das technische Problem gelöst. Also ich kann nur sagen, das war sehr einfach und scheint auch gut anzukommen am Markt. Ja, ein absolutes Zukunftsprodukt, kann man sagen, das auch weltweit Anklang findet. Wo ist also das Problem, könnte man fragen. Nun, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, hat es meistens schon ein Problem, meistens ein Geldproblem. Und das ist eben bei TeamViewer auch der Fall. Und der Großinvestor Permira, der hat eben den gesamten Börsenerlös erstmal eingestrichen. Und da haben eben viele Aktionäre gesagt, dieser Kurs ist dafür zu hoch und haben eben wieder abverkauft. Für den DAX ging es ein bisschen auf und ab diese Woche. Wir haben wieder viele Unsicherheitsfaktoren gesehen, allen voran das mögliche Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump, dann die Spekulationen über den Brexit, die Notenbanken in der Diskussion, die Pleite von Thomas Cook und der Kredit von Condor, also wirklich wieder viele Themen. Und der DAX ist dann aber auch wieder mehr seitwärts gelaufen. Ja, der DAX verlässt sein Band im Moment kaum, denn tatsächlich sind die geopolitischen Gemengelagen so, dass man sagt, die Unsicherheiten sind so groß. Wer will da in den Markt wirklich nachhaltig einsteigen? Und man muss auch sagen, die Wirtschaftslage hierzulande ist derzeit auch nicht so unglaublich gut, dass man auf die Zukunft wetten müsste. Also gerade die deutsche Industrie, die schwächelt zuletzt ganz ordentlich und die Aussichten sind auch nicht überragend. Wir schauen jetzt auf die Top-Aktien der Trading House Börsenakademie. Bei den Airlines geht das knallharte Selektieren weiter. Thomas Cook pleite, Condor braucht einen Kredit, aber die Konkurrenz, die profitiert eventuell davon. Wir gucken uns die TUI-Aktie an, Sissi, was sehen wir da? Ja, wir sehen genau das, was sich in der Tourismusbranche eben abspielt. Es sind ganz große Schwankungen, die die TUI-Aktie hier gehabt hat und auch noch hat. Und das liegt natürlich daran, dass sich die Tourismusbranche ganz stark verändert. Und die TUI hatte ganz große, schwere Rückschläge. Zum Beispiel im Frühjahr, dass die Boeing 737 MAX nicht mehr fliegen durfte. Das hat die TUI Fly allein 300 Millionen gekostet. Also es wird jetzt spannend, wie die sich neu aufstellen, denn Reisen verändert sich ja. Manuel, machst du noch Pauschalreisen? Ich bin in meinem Leben noch nie über eine Pauschalreise verreist. Ich buche immer alles einzeln, weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwie moderner und das passt besser zu mir. Und ich suche mir genauer aus, was ich möchte. Wenn ich mich so in meinem Freundeskreis umschaue, dann hat von den jüngeren Leuten, glaube ich, noch keiner eine Pauschalreise gebucht. Aber von den Älteren, gerade so mit Familie, die schauen da schon hin. Ja, es kommt noch vor, aber TUI stellt sich auf diese Zukunft ein, dass alles individueller wird. Also man baut die Bereiche eigene Hotels oder auch die Investments in Kreuzfahrten, baut man weiter aus und hofft damit, dass es wieder richtig bergauf geht. Und tatsächlich, die Trading House Börsenakademie empfiehlt jetzt bei einem Kursziel von 12 Euro mit einem Stop-Loss von 9,50 Euro durchaus diese Aktie mal anzuschauen. Aber wie gesagt, die Aktie hat große, große Schwankungen, also man muss schon sehr, sehr genau hinschauen. Münchner Rück, unsere nächste Aktie. Und Sissi, wie sieht da die Lage aus? Ja, die Münchner Rück ist ein interessantes Unternehmen, weil sie eben seit 2005, das sieht man hier nicht, aber tatsächlich in einem intakten Aufwärtskanal ist. Das ist wirklich was ganz Seltenes. Klar, auch hier gibt es Schwankungen. Das muss man einfach sagen, sowas muss man dann zwischendurch aushalten. Gerade so ein Unternehmen wie die Münchner Rück muss ganz stark beobachtet werden. Aber die Münchner Rück zum Beispiel ist ja ein Rückversicherer, versichert also die anderen Versicherer gegen deren Schäden. Und dieses Jahr zum Beispiel hat der Hurricane Dorian wesentlich weniger Schäden verursacht als geahnt. Die Prämien bei den Rückversicherern werden steigen und das hilft dem Unternehmen natürlich. Wie sehen denn die konkreten Empfehlungen der Trading House Börsenakademie hier aus?
Also, die sehen so aus, dass man sich das Unternehmen auf jeden Fall anschauen kann, auch mal kurzfristiger, allerdings ganz engmaschig beobachten bitte. Kursziel bei 240 Euro, womöglich bis 247 Euro und ein Stop-Loss sollte ab 228 Euro gesetzt werden. Und jetzt dranbleiben für den Veranstaltungshinweis. Wenn ihr jetzt euer Wissen noch vertiefen wollt, am 7. Oktober gibt es in Leipzig ein Seminar der Börsenakademie. Die Termine findet ihr unter trading-haus.de/marketsx. Alles dort und ja, damit erstmal ein sonniges Wochenende vor allen Dingen. Hoffentlich, denn wenn der Regen erstmal weg ist, dann kommt wieder die Sonne. Danke euch, Happy Friday!